Empires do not suffer emptiness of purpose at the time of their creation. It is when they have become established that aims are lost and replaced by vague ritual. If you need something to worship, then worship life, all life, every last crawling bit of it. We are all in this beauty together. I must not fear. Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear. Hallöchen zusammen! Heute gibt es endlich mal wieder eine Rezension. Es ist jetzt eine Weile her und da kann ich das durchaus mal wieder bringen. Außerdem habe ich irgendwie das tiefere Bedürfnis, jetzt gerade darüber wirklich ein eigenes Video zu machen, auch weil ich schon über das erste Buch natürlich gemacht habe. Und es geht natürlich um Dune Messiah von Frank Herbert, dem zweiten Teil in der Dune-Saga, beziehungsweise zu Deutsch heißt es Der Herr des Wüstenplaneten. Ja, es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich den ersten Dune-Teil gelesen habe und auch wenn er mir noch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, auch durch Film und Co., habe ich dann doch nochmal so ein Recap angehört, sprich einfach nochmal so kurze Wiederholung, was ist denn eigentlich genau alles passiert. Und das hat mich so in Stimmung gebracht, dass ich mich quasi für dieses Buch so gehypt habe. Und ja, wow. Erstmal aber vorneweg, um was geht es denn überhaupt in diesem zweiten, relativ schmalen Teil von Dune? Ja, Dune Messiah oder auch, wie gesagt, Herr des Wüstenplaneten führt quasi die Geschichte von Paul Atreides, beziehungsweise, wie es so schön deutsch genannt wird, Atreides, besser bekannt natürlich als Muad'Dib, der heilige Messia und Anführer der Fremen, fort. Und ja, er ist in dem natürlich Imperator des uns bekannten Universums, beziehungsweise des in Dune bekannten Universums. Und ja, er hat natürlich dadurch mehr Macht, als eigentlich ein einzelner Mann jemals oder Mensch jemals besitzen sollte. Und er wird ja, wie schon erwähnt, von den fanatischen Fremen, was ja auch im ersten Teil schon ein bisschen ja, so in den Vordergrund kam, als Heiliger verehrt. Daher kam ja auch der Titel Messiah zustande. Und natürlich hat er aber nicht nur fanatische Anhänger, sondern auch Feinde eben durch seine Machtergreifung am Ende des ersten Bandes als Imperator, hat er sich natürlich die anderen Häuser mehr oder minder zu Feinden gemacht. Und die plotten natürlich jetzt gegen ihn. Sprich, das ist eigentlich auch der Hauptteil dieses Buches, dass sehr viele Intrigen und andere Machtspiele da mit einfließen. Die alle drumherum, die nicht auf seiner Seite sind, suchen nach Wegen, ihn zu stürzen. Doch die wahre Bedrohung richtet sich nicht unbedingt gegen ihn selbst, sondern auch gegen seine Familie, gegen vor allem seine geliebte Chani und die ungeborenen Erben des Imperiums. Ja, im Endeffekt kann man sagen, nicht nur die Familie Atreides bricht auseinander, auch das Imperium bricht auseinander. Ja, das klingt jetzt natürlich erstmal nicht nach super viel, ist es auch nicht. Super schmal, ihr seht es ja schon, ja, 330 Seiten, soll auch mehr, also Dune Messiah oder der Herr des Wüstenplaneten, als Brücke zwischen dem ersten und dritten Teil in der Dune-Reihe ja, dienen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde ihn persönlich auch eher als Verlängerung des ersten Teils ansehen, als Abschluss. Und ich habe ja schon mal kurz erwähnt gehabt, dass ich wo gelesen habe, dass auch einige der Meinung sind, vielleicht hätte man das einfach zum ersten Buch hinzunehmen sollen. Und nachdem ich das jetzt gelesen habe, muss ich ganz klar sagen, ja, das wäre wahrscheinlich sogar sinnvoll gewesen, weil es eben für diesen einen, sagen wir, Arc, auch Character Arc, einen schönen runden Abschluss bietet. Und ja, also es wäre zwar wahrscheinlich ein Riesenbuch geworden, aber es hätte durchaus seinen Nutzen gehabt, das damit reinzubringen.
Wir spielen aber wieder, also wir haben einen kurzen Zeitsprung. Es spielt 12 Jahre nach den Ereignissen am Ende des ersten Teils von Dune. Und ja, er geht mehr oder minder eigentlich auf alle Konsequenzen, auf alles, was so ein bisschen im ersten angespielt wurde und vielleicht nicht ganz zum Abschluss gebracht ein. Also wir haben hier alles, was vielleicht noch irgendwie offen war, da einen sauberen Abschluss dahinter. Und wie ich jetzt schon erzählt habe, um was es so alles geht, der Plot ist nicht actionreich, also so gar nicht. Er besteht, wie schon erwähnt, eben aus politischen Intrigen, Machtspielen. Wir haben sehr viele Ansichten von Charakteren, die halt quasi so, was sie alles verfolgen, ihre eigenen Ziele und eben wie quasi alles so ein bisschen auseinanderzubrechen droht. Also Pauls Welt, das Imperium und eigentlich alles. Es ist wirklich sehr, sehr tragisch. Also es ist auch hauptsächlich das, es ist sehr viel, sagen wir theoretisch, wir haben wirklich null Action da drin, deswegen finden es, ist es für viele wahrscheinlich auch eher so ein Übergangsband und nicht wirklich ein sehr, sehr spannender Band, aber er ist spannend in anderer Art und Weise. Also ich muss sagen, dass man halt gerade dadurch, dass er ein bisschen ruhiger ist, man braucht natürlich auch mal die Zeit, eben die Charaktere nochmal näher beleuchtet, dass wir da tiefer eintauchen und auch wirklich die Abgründe von ihnen kennenlernen und ihre Gefühle und ja, eben wie gesagt, dass sie deutlich mehr Tiefe bekommen und das fand ich wirklich sehr fantastisch in diesem Band. Ja, außerdem machte dieses Buch ganz klar, Dune ist keine Heldenstory. Keiner der Charaktere ist wirklich gut. Die meisten handeln ja doch eher nach eigenen Interessen, nach eigenen Belangen und sind auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Auch die Hauptcharaktere oder der Hauptcharakter. Um eben explizit jetzt nochmal kurz auf die Charaktere einzugehen, vor allem natürlich Paul. Es ist sehr Paul-lastig. Und ich fand es halt super toll, dass mir gerade Paul Atreides nicht nur als den Messias, das übermenschliche Wesen oder Individuum sehen, wie die Fremen ihn betrachten, sondern auch als Mensch mit Fehlern. Eben das, diese ja, Jahre als Imperator, diese tragische Geschichte von ihm, so viel Grausamkeit und Böses, was er auch erlebt hat, dass ihn das so ein bisschen haben abstumpfen lassen, dass er vielem gegenüber sehr gleichgültig ist, beinahe kalt sogar. Und ja, dass eben auch der Mensch, zu dem er geworden ist, dass er damit ständig hadert, dass er nicht glücklich ist mit dem, was er ist und was auch um ihn rum passiert. Seine Geschichte ist nach wie vor keine glückliche, das konnte man ja eigentlich schon von Anfang an absehen, sondern eine sehr tragische. Und man findet sich auch selbst in der Position wieder, dass man halt auch nicht nur mit ihm mitfiebert, sondern ihn zum Teil auch mal hasst und es nicht nachvollziehen kann, was er tut, ihn dann aber auch wiederum versteht, dann ihn bemitleidet, ihn hinterfragt. Und obwohl man ihn vielleicht als Charakter alles gar nicht mag, wie gesagt, nicht unbedingt mal mag, fiebert man so krass mit. Also es ist irgendwie, man fühlt sich total verbunden. Und eben gerade diese, Paul ist ein super komplexer Charakter und gerade diese Komplexität hat Frank Herbert wirklich genial porträtiert. Es wirkt eben so echt und es ist einfach faszinierend. Abschließend kann ich nur sagen, das war der beste Abschluss überhaupt. Also hätte ich nicht gewusst, dass es irgendwie noch andere Bücher in der Reihe gibt, hätte ich gesagt, ja, genau so und nicht anders hätte ich Dune beendet. Es ist wirklich perfekt. Ja, einfach nur perfekt. Es war absolut genial abgeschlossen. Es war natürlich, ihr merkt schon, wie durchweg halt ich schon erzählt habe, sehr, sehr tragisch. Es war sehr, sehr traurig. Und wenn ich das Video drehe, ist gerade mal ein Tag her und ich bin immer noch überwältigt. Also es war echt eines der traurigsten und tragischsten Bücher, die ich bisher gelesen habe. Und ja, immer wenn noch, wenn ich an das Ende denke, bin ich so ein bisschen zu Tränen gerührt. Es fängt schon wieder an. Es war irgendwie, man hat so mitgefühlt am Ende und war auch dann gleich so zerstört dadurch. Ich werde jetzt das nicht spoilern, falls manche das natürlich noch nicht gelesen haben. Es ist wirklich
ein sehr, sehr, sehr faszinierende Story. Ich verstehe, warum so viele sie so ins Herz geschlossen haben. Ja, einfach toll. So, bewertungsmäßig. Wie ich schon sagte, ich würde es wirklich eher als Verlängerung des ersten Buchs betrachten, denn das ist es auch. Es schließt einen schönen Character-Arc ab. Es schließt quasi den ersten Band mehr oder weniger ab. Und daher, weil halt auch nicht super viel passiert, aber weil eben gerade diese Tiefe da ist, diese Verbindung mit den Charakteren und vor allem halt mit Paul, 4 Sterne, definitiv. Also allein auch, wie es geschrieben ist und so weiter. Ja, ich fühle mich immer noch ein bisschen zerstört. Es ist super genial. Ich bin jetzt auch irgendwie drauf und dran, um mich wieder zu pushen, aber wahrscheinlich geht es nicht unbedingt glücklich weiter. Dune war ja bisher nicht, auch wirklich, nicht wirklich eine sehr glückliche Story. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, die letzten 4 Bände, 4 sind es ja, glaube ich, ja insgesamt 6, noch der Reihe zu lesen. Und ich kann es nur jedem, der es noch nicht angefangen hat, empfehlen. Es ist wirklich ganz, ganz toll, da weiter zu lesen. Ja, dann war es das auch schon. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Dune schon gelesen habt, wie weit oder auch nicht und ob ihr es vielleicht plant oder so. Und was vielleicht so eure Gedanken, falls ihr den zweiten Teil gelesen habt, dazu waren, ob ihr den genauso bedrückend und überwältigend zugleich fandet. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal.